An Sascha nochmal ganz kurz gute Nacht. Schön, dass du dabei warst. Oh, Sascha geht ins Bett. Sind wir heute nicht so spannend? Wir reden zu viel über Let's Player wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wir sind heute total langweilig, weil wir ernsthaft diskutieren. Mhm. Fast ernsthaft zumindest. Schlimm sowas. Leute, die reden. Tragisch. Richtig, ja. Darf ich noch etwas sagen? Was? Ach nee, halt, sagt er. Oh, was hat er noch? Oh, ist krank. Er muss bis 0 Uhr wach bleiben. Oh, okay. Was? Aber wir müssen nicht bis um 0 Uhr streamen, oder? Hoffe ich. Nicht, dass mir das hier keinen Spaß macht, aber Ich muss auch irgendwann ins Bett landen. Ja, ich wollte sagen, ich kann auch. Ich habe morgen um 8 meine erste Vorlesung und meine einzige. Von 8 bis 9. Das heißt, ich gehe wirklich für eine Stunde, fahre ich in die Stadt zur Uni, setze mich in den Vorlesungssaal. Okay. Ich habe nämlich heute eine E-Mail bekommen. Aber eigentlich ist morgen Dies Academicus, also frei. Morgen fallen eigentlich alle Vorlesungen aus und alle Seminare und so weiter. Aber es wurde explizit gesagt, für diejenigen, die am Dienstag nicht da waren. Und ich war am Dienstag nicht da. Oh. Das war jetzt nicht so toll geworfen. Aber was ich dir noch empfehlen kann, weil... Ja. Nee, da hieß es halt explizit. Das machen die Dinger, alles klar. Die sollen doch bitte erscheinen, das sei wichtig. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann gehe ich da morgen früh hin. Wenn die das schon so schreiben. Wäre nicht schlecht. Oder du schenkst dir alles, willst du jetzt Player und verdienst jede Menge Geld. Ich glaube, dafür bin ich nicht sympathisch genug. Das ist schlimm, ist die Player verdienen auch nicht sympathisch. Das stimmt, vielleicht bin ich auch... Wenn sie mir diesen kommentieren könnten. Vielleicht ist es ja, sagen wir es anders, vielleicht bin ich nicht charismatisch genug. Ich weiß es ja nicht. Ja, okay, vielleicht ist das nur meine, das kann ja sein. Ich bin auch nicht unbedingt die Zielgruppe, muss man ja sagen. Ja, mit fast 30 bin alt, ich sicherlich ja. Nicht, ja, mit fast 30 bin ich sicherlich nicht die Let's Play Zielgruppe, das ist schon richtig. Aber, Charisma oder sowas kann ich eigentlich bei den meisten nicht feststellen. Das ist wirklich. Kann man die meisten nicht feststellen. Es ist halt alles so, es ist auch alles so vereinheitlicht worden und das ist ja das Schlimme. Die PlayStation war früher einfach viel bunter gewesen. Es ist, egal auf welchen Kanal du klickst, es sieht alles relativ ähnlich aus. Es ist nicht nur, dass alles Minecraft ist, das ja sowieso. Es ist die gleiche Begrüßungsformel, es ist dasselbe Schema, nachdem die Videos aufgebaut wird. Sprich Highlight aus einem Video, dann Intro und dann das richtige Video. So ist irgendwie von jedem. Und auch die Thumbnails irgendwie mit irgendeinem reißerischen Titel noch versehen oder mit Titten vielleicht sogar, weiß man ja nie, um die Leute zum Draufklicken zu bewegen. Alles schön in Großbuchstaben geschrieben. Und wenn du dann die Videobeschreibung durchliest, ist eigentlich nur noch eine stumpfe Ansammlung von irgendwelchen Links, wo du dir irgendwas kaufen kannst. Oh ja, von dem Let's Player oder irgendwelche Amazon-Links, wo derjenige dann auch noch jede Menge Kohle abgreifen kann. Was mich ja richtig geschockt hat, ist, hast du es mitbekommen? Ich kenne den Kanal nicht mal. Ich habe mir das dann kurz angeschaut, diesen Kanal, und habe dann sofort wieder weggemacht, weil ich einfach dachte, was ein Scheiß, die Lochis. Mhm. Oh, nein, ich darf mich nicht über die Lochis äußern. Mhm. Und die haben ja tatsächlich einen Kinofilm bekommen. Yo. Das fand ich ja am heißesten. Und ich habe mich dann tatsächlich, habe ich den Fehler begangen, habe mich über diesen Kinofilm informiert. Ich habe ihn nicht geguckt. Und wo ich einfach dachte, welche Produktionsfirma kommt auf die Idee, dass das eine gute Idee ist, den zu machen? Und welche Leute gehen in so einen Film rein und finden den gut? Ich habe mich dasselbe schon bei Kartoffelsalat gefragt. Ah ja, genau, die muss ja. Das Schlimme ist an dieser Stelle, ich habe einen ganz großen Kindheitshelden, Otto Walkes. Der hat leider bei diesem Film mitgemacht. Für mich, das Schlimmste an diesem Film ist wirklich, dass Otto Walkes dabei war. Weil er für mich wirklich so einer meiner ganz großen Helden ist. Und kann ich nachvollziehen. Das ganz, ganz schrecklich finde, dass er sich für sowas hergegeben hat. Ja, das aber ist... für die ist das halt irgendwann notwendig. Einfach, weil...
irgendwann deren Zenit überschritten ist und die aber trotzdem jetzt mit nichts anderem mehr Geld verdienen können. Mhm. Ganz einfach. Das ist ein ganz einfacher Grund und das ist ein sehr, sehr trauriger Grund, zugegebenermaßen. Ja, definitiv. Aber für die ist keine andere Wahl mehr da. Für solche Leute. Mhm. Ja, das, vielleicht, das mag sein. Und das Schlimme ist ja, dass die Lockies jetzt zum Beispiel ja nicht mal ihren Zenit überschritten haben. Im Gegenteil. So, ja. Wer weiß, wie weit das noch führt. Das ist ja die Sache, ja. Oh, wie viele... Nochmal ganz kurz an Keanu, wie ich dich einschätze, ist halt einfach, du bist auch einer, der das immer als Hobby gesehen hat. Du machst das als Zeitvertreib. Es ist auch schön so, du bist immer authentisch. Du warst immer eigentlich der Typ von Anfang an, den ich seit 2010 kenne. Du hast dich da in diesen 5 Jahren eigentlich nie verändert. Und das finde ich schön. Das muss man wirklich sagen. Ich habe eine Pistole gefunden. Kannst du alle töten? Ja, du bist jetzt viel ruhiger, sagt Sascha. Wie ruhig du jetzt auf einmal das Spiel spielst. Jetzt sind wir echt so ein bisschen im Flow drin und auf einmal läuft das hier richtig gut. Ja, ne? Ich verreck kaum noch. Das ist ein bisschen traurig. Warte, apropos. Wir haben jetzt gerade alle hier besiegt. Das ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern. Naja, aber... Ich meine, ich stecke in der Szene auch nicht drin, aber ich gucke mir jetzt zum Beispiel, wie ich das immer wieder gerne sage, gucke ich mir zum Beispiel gerne David Hein und Fabian Siegesmund an. Ja, ja. Ich finde, die beiden sind sympathisch auf ihrer ganz speziellen eigenen Art und Weise. Also zum Beispiel Fabian Siegesmund ist ganz klar, der ist auf so eine professionelle Art und Weise sehr sympathisch. Mhm. Während David Hein genau das macht, was ich eigentlich auch gerne mache, er ist ein Arsch. Ja. Und er hat kein Problem damit, sich auch so zu benehmen. Und das finde ich toll. Das finde ich auch nachahmenswert. Weil er ist jetzt kein Arsch im Sinne davon, dass er einfach immer doof zu jedem ist, sondern einfach in dem Sinne, dass er halt sich nicht davor scheut, einfach zu sagen, was er denkt. Finde ich sympathisch. Und genauso sind auch ihre Videos. Die sind einfach glaubwürdig. Ob die jetzt echt sind, ist eine andere Frage. Sie kommen sehr authentisch rüber, das muss man sagen. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan von den beiden, sage ich ganz ehrlich. Aber authentisch sind sie auf alle Fälle, das muss man ihnen lassen. Ja. Das stimmt. Und das ist auch was ich bei vielen vermisse einfach. Weil das einfach zu sehr einheitsbrei ist und... Ja. Biokontaminierung ist ja eklig. Genau, es ist halt, wie wir schon öfters gesagt haben, es ist halt alles... Das liegt halt an den Sachen wie Mediakraft und so weiter. Die einfach sehr viel ihre Finger mit drin haben und die halt allesamt ihre BWL-Studenten einsetzen oder ihre Medienstudenten einsetzen, um den Leuten beim Verwalten ihres Kanals zu helfen und bei der Ideensammlung mit Formaten etc. Und die erklären natürlich, wie man am optimalsten, um möglichst viele Leute gleichzeitig anzusprechen, solche Videos konzipiert und zusammenschneidet und formatiert. Und welches was für ein Format man benutzt. Und deswegen ist es alles gleich, weil die natürlich auf ihren Unis alles das Gleiche lernen. Es ist tatsächlich so. So. Das ist mir auch etwas aufgefallen, was sich jetzt auch im Studium mir selber aufgefallen ist. Du wirst im Studium nicht dazu angeleitet, irgendwie selbstständig zu denken und kreativ zu sein, auch nicht in solchen Sachen wie Medien, sondern du wirst dazu ausgerichtet, natürlich ist es Wissenschaft, und das heißt also, du wirst dazu ausgebildet, möglichst genau das zu machen, wie es optimal ist, wissenschaftlich erwiesen. So, und ich finde, es ist gerade im Bereich wie Medien, ist das auf der einen Seite hochwichtig, auf der anderen Seite, erzählt halt keiner einem, dass Menschen Individuen sind und durchaus anders angesprochen werden müssen. Genau. Und somit kriegst du natürlich den groben, großen Schnitt, ne, also vielleicht sogar mehr als die Hälfte der Leute ab, aber... Wo ist das denn noch schön und Kunst? Das ist es halt, ja. Ich meine, Let's Plays und Kunst haben sowieso immer, das ist ein ganz großer Widerspruch. Ich habe jetzt kurz auf eine E-Mail geklickt. Werde ich dein Geheimnis schon lüften?
und du wirst mehr über Schmerz erfahren, als du je wissen wolltest. Ich mag Shodan, die ist immer so positiv. Shodan ist großartig, ja, definitiv. Genau, also Let's Plays sind jetzt nicht unbedingt Kunst, es ist Unterhaltung. So, richtig. Aber im Zweifelsfall gibst du damit Kunstwerke wieder, weil es gibt Spiele, die empfinde ich schon als Kunst. Es gibt natürlich Spiele, die sind einfach auch nur reine Unterhaltung, aber es gibt durchaus Spiele, die den Titel Kunst in meinen Augen verdient haben. Mhm. Dazu will ich jetzt zum Beispiel nicht solche Titel wie Darf ich Dying Light überhaupt sagen? Zählen. Mhm. Das ist ein reines Actionspiel. Oder sowas, okay, wie System Shock würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Kunst bezeichnen. Das ist halt auch Action, Horror und so weiter. Mhm. Und das muss man halt unterscheiden. Das ist genauso wie bei Filmen. Bei Filmen sind genau das Gleiche. Das ist genau das gleiche Problem. Ab wann ist Film Kunst und ab wann nicht? Was ich dieses Semester übrigens lerne. In Filmanalyse. Okay. Filme auf ihre Dings hin analysieren. Da bin ich schon hochgespannt. Momentan halte ich noch ganz stark die Klappe. Und ich will mich erstmal weiter informieren über das Thema, bevor ich da unqualifiziert vor mich hin sabbel. Mhm. Also zumindest gegenüber der Dozentin. Naja. Und dementsprechend muss man, finde ich, auch immer dann als Let's Player darauf eingehen, wenn das Spiel besonders als intensive Story erlebt wird und so ein Ding gemacht ist, sowas zum Beispiel Last of Us. Last of Us, würde ich sagen, ist so emotional und so gut gemacht und so mitreißend in der Story, dass es schon ein Kunstwerk sein kann. Ja. Ne? Definitiv. Und das Ding ist, ich habe selber noch nicht mehr gespielt. Ich habe mir nur ein paar Let's Plays dazu angeschaut. Und es gibt Let's Plays, die sind nicht schön anzuschauen, weil die einfach nur die ganze Zeit gelabert wird und keine Stimmung aufkommt dadurch. Und dann gibt es Let's Plays, wie Kronk das auch gemacht hat zum Beispiel, der dann einfach mal die Schnauze hält und das Spiel wirken lässt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch etwas, das muss man können. Das muss man können, richtig, genau. Ich ganz ehrlich zu, hatte ich selber bisschen Probleme mit bei meiner aktuellen Let's Play-Erfahrung. Es gab zwei Adventures, die ein bisschen düsterer waren, die ich mal Let's Played hatte. Das sind jetzt auch nicht unbedingt die bekanntesten, aber waren halt so von ihrer Machart ein bisschen düsterer. Und da habe ich eigentlich mehr den Quatschkopf gegeben teilweise. Hab ihn nicht so wirklich drauf eingelassen. Das war vielleicht wirklich ein Fehler, das stimmt. Das würde ich heute auch wahrscheinlich ganz, ganz anders machen. Das ist halt was Sachen, die man lernt. Und ich weiß ja gar nicht, wie alt ist Kronk eigentlich? Ja gut, der ist jetzt, er ist genau 10 Jahre älter als ich, glaube ich. Das heißt, der ist jetzt 38. Auch bald 40. Da muss man auch langsam die Erfahrung haben. Ja. Der macht das ja auch jetzt schon eine Weile. Und man darf abgesehen, dass er jetzt schon eine Weile in der Presse unterwegs ist, im Spielejournalismus. Ist er ja aktiv. Oder ich glaube aktiv gewesen oder immer noch aktiv. Und da kriegt man so natürlich sowas extrem schnell mit, weil du einfach mit Medien arbeiten musst. Das stimmt. Keanu spricht noch Life is Strange an, das stimmt. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, genau. Life is Strange ist natürlich auch, würde ich auch wirklich sehr, sehr kunstvoll irgendwie bezeichnen. Also fast alle diese neuartigen Point-and-Click-Adventure. Also mehr ist es ja eigentlich nicht, ne? So. Genau. Friendro beispielsweise, was dieses Jahr auch noch rausgekommen ist, finde ich zum Beispiel auch sehr künstlerisch gemacht. Ja. Richtig. Hat mich wahnsinnig fasziniert, Friendro ist irgendwie schon eine interessante Geschichte. Es gibt ein paar davon mittlerweile auch wieder. So, das stimmt. Und es gibt auch Actionspiele, die zum Beispiel schon an Kunst grenzen. Also die Resident Evil Teile zum Beispiel sind wirklich sehr, also die ersten. Das stimmt. Ja? Du hast mich drüber weggesprungen. Ich finde auch durch diese ganze Indie-Spiel-Szene, die jetzt immer mehr aufkommt, werden auch wirklich die, es wird alles wieder ein bisschen bunter. Das ist schön. Es gibt einfach so viele unterschiedliche Sachen jetzt mittlerweile, wo ich mich vor ein paar Jahren wirklich noch darüber aufgeregt habe, dass es viel zu viele Zombie-Shooter gibt und irgendwie nichts anderes mehr. Ja, richtig. Und jetzt kommen halt wirklich die unterschiedlichsten Sachen und das ist wirklich schön. Also momentan erlebt die Indie-Szene wirklich so ihre Blütezeit und das ist wirklich schön zu beobachten. Silent Hill. Da sind schon wirklich geniale Ideen drunter. Die Silent Hill-Spiele, ja, das stimmt. Das kann man auch sagen. Ah, ich habe ihn endlich erreicht. Munition. Mario Paint vom SNES als Kunst, ja, das ist. Man kann darin Kunst machen.
Das stimmt. Also es ist künstlerisch wertvoll. Mhm. In einem logischen Schluss. Das stimmt. Nee, aber es ist halt... Und dementsprechend als Let's Player ist man dann natürlich da auch irgendwie in der Verantwortung, möglichst natürlich dieser Kunst auch zu entsprechen durch seine Berichterstattung. Mhm. Aber das Problem ist, dass sich die meisten Let's Player nicht als Berichterstatter sehen, sondern einfach nur, ja, ich zock jetzt das hier. Genau. Und ihr guckt mir jetzt dabei zu. Und das war's. Die meisten sehen sich noch als Entertainer, es trifft auch in den wenigsten Fällen aber leider zu. Das ja. Also, es gibt Leute wie Gronkh, die wirklich auch entertainen können, wenn sie es wollen. Mhm. Und dann gibt es welche, die eher wie Stefan Raab sind. Genau. Nichts gegen Stefan Raab. Ich finde, Raab habe ich früher auch gerne geschaut. Ich habe in den letzten Jahren den Anschluss verloren. Das hat man richtig gemerkt. Mhm. Er kommt nicht mehr klar mit seinem Publikum, das einfach jünger ist als er. Das stimmt. Ja. Es gibt halt die Art Let's Player, die denkt, man ist jetzt ein großer Entertainer, wenn man stirbt und dann ins Mikro brüllt. Oh. Ja. Davon gibt es mittlerweile sehr viel. PewDiePie hat das ja eingeführt. Diesem Typen, dem möchte ich unbedingt nochmal richtig schön eine schallern. Das ist... Nee. Also das ist alles, aber kein Entertainment. Das ist anstrengend. Richtig. Es ist und so jemand ist der größte YouTuber, den wir auf der Welt haben. Mhm. Also, es gibt niemanden, der auch nur ansatzweise so groß ist wie PewDiePie. Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Aber es ist halt einfach so. Ja. Warte kurz. Wenn ich es könnte, würde ich meiner Freundin jetzt gerade auf Rumänisch einfach ins Mikrofon Gute Nacht sagen. Aber das kann ich noch nicht. Also lasse ich das. Okay. Ich schreibe mir nur kurz zurück. Es tut mir leid. Kein Problem. Wir genießen einfach dieses wunderschöne Standbild hier. So, Nee, aber die ist nämlich gerade von der Grabung von letzter Woche, ist die jetzt gestern Abend spät erst nach Hause gekommen. Heute bereits den ganzen Tag irgendwie die zu Hause nochmal geholfen, weil ihre Mutter nicht da ist, die arbeitet in Italien. Mhm. Und der Vater hatte keine Zeit, der Bruder auch nicht, also musste sie den Haushalt nochmal so kurz ein bisschen schmeißen an einem Tag. Und fährt morgen Nachmittag bereits dann wieder weiter in ihre Universitätsstadt. Okay. Da wollte sie jetzt heute mal ein bisschen früher ins Bett gehen. Und dann das ist verständlich. Das ist irgendwo verständlich. Ja. Mhm. Ja, die hat nämlich bis eben auch zugeschaut. Die versteht zwar kein Wort Deutsch. Okay. Aber die meint, sie guckt sich das jetzt mal an, was ich da so mache, und hört dann zumindest noch meine Stimme. allein unsere erotischen Stimmen. Genau. Das lohnt sich doch schon. Genau. Ja. Die pure Erotik hier. Die Luft knistert quasi. Richtig, ja. So. Zuschauer sind auch ganz gebannt einfach von uns. Ja. Mhm. Deswegen schreibt auch keiner, die sind einfach richtig, nur, genau. Die hängen an ihrem Bildschirm, an ihren Boxen und gehen immer näher ran und richtig. Oh Gott, Keanu fragt schon, ob ich ihm jetzt fremd gehe. Was? Das ist etwas befremdlich, aber nein, Keanu, du bist der Einzige für mich, das weißt du doch. Wieso fremd gehen? Mit dir, ich hab keine Ahnung. Ach so. Ich könnte niemals Keanu betrügen. Nein. Sowas wollen wir hier nicht. Sowas wollen wir gar nicht erst etablieren. Genau. Ah, ich entsinne mich. Hier waren wir auch dann. Das letzte Mal haben wir hier geendet. Genau. Ja, hier lag nämlich so ein altes doofes Bleirohr rum. Eine Schockbombe. Die nehme ich mit. Das Bleirohr brauchen wir nicht. Davon haben wir schon eins. Ah, ich weiß mal, was ich mal machen kann. Ich kann mal mein Inventar aufräumen. Weil... Hm?
Naja, ich brauche ja nur eine von den Pfeilpistolen. Also kann ich zwei einfach entladen und wegschmeißen. Platz im Inventar.